Auf jeden Fall war das die coolste Party, auf der ich je war. Der DJ war hammermäßig drauf. Die Leute, die Location, das Sag war... Sag mal, ist es dir eigentlich scheißegal, wie es Christian geht? Wieso? Naja, hättest du Christian nicht unbedingt seine Sachen zurückgeben müssen, würde er jetzt nicht mit nichts dastehen. Muss ich das verstehen? Du weißt es noch gar nicht? Christian hat bei dem Brand seine ganzen Sachen verloren. Wann zahlt denn jetzt die Versicherung? Das kann Monate dauern. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, und jetzt? Zähne zusammenbeißen und durch. Es ist alles weg. Alles. Dann musste ich sie sogar schon von Andi was zum Anziehen leihen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil ihr nicht mehr miteinander redet. Hallo, ist Frau von Leinstein schon weg? Glücklicherweise war sie gar nicht erst hier. Du, wir suchen ja gerade beide eine Wohnung. Ist das nicht ein Zufall? Kann ich hier vielleicht einen Zettel aufhängen? Tut mir leid, das Schneider, das ist keine Mensa. Sag mal, was hältst du von der WG? Daneben nicht. Sonst schnappst du mir keine Wohnung weg. Wann willst du eigentlich mit Olli reden? Über Jessica? Über den Brand. Darüber, dass du alles verloren hast. Olli, geh zu ihm und biete ihm deine Hilfe an. Aber warum kommt er denn nicht zu mir? Das ist doch eine Notlage. So wie du dich in den letzten Wochen ihm gegenüber verhalten hast? Tut mir leid, aber so schmerzfrei ist keiner. Weißt du was, solange Arno bei Susanne ist, kannst du bei mir wohnen. Damit ich Olli jeden Tag im Flur begegne? Nee, danke. Damit hat es doch überhaupt nichts zu tun. Du brauchst eine Bleibe und ich habe ein Zimmer frei. Oder hast du eine Alternative? Hey. Was machst du denn hier? Charlie hat mir angeboten, dass ich bei ihr wohnen kann, weil meine ganzen Sachen abgefackelt sind. Charlie. Und du? Warst du shoppen? Ja, ich... Vergiss es einfach, ich will dich nicht länger aufhalten. Tust du nicht. Können wir vielleicht reden. Und da kommst du ausgerechnet zu mir? Sprich doch mit Charlie, wenn du schon bei ihr pennst. Was soll denn das jetzt? Olli, kannst du jetzt bitte mal warten? Hier. Das ist alles für dich, weil du alles verloren hast und ich dir zeigen wollte, dass ich für dich da bin. Oh. Aber anstatt zu mir zu kommen, verkriechst du dich lieber bei Charlie. Darauf hast du gewartet? Dass es mir dreckig geht und dass ich dann bei dir angekrochen komme, oder was? Vielleicht hatte ich einfach... Vergiss es einfach. Pass mal auf, du hast mich rausgeworfen. Hast du das schon vergessen? Ich habe dich nicht rausgeworfen. Ich wollte nur, dass wir eine Pause machen. Was, das heißt nicht, dass wir jetzt geschiedene Leute sind. Ja, als du mir aber die ganzen Sachen vor die Tür geworfen hast, da sah das für mich vielleicht ein bisschen anders aus. Du weißt genau, warum ich Abstand wollte. Ach ja, die Sache mit Jessica. Kannst du vielleicht mit der Nummer mal aufhören? Hauptsache, du hast sie ausgiebig genossen, die Nummer. Viel Spaß mit Charlie. Fertig. Mach Feierabend. Ich übernehme das. Sicher? Sicher. Danke. Du bist ein Schatz. Danke. Ciao. Ciao. Hey. Krieg ich noch einen Drink? For your head now.
was willst du? Was bestellen? Das hier ist eine Kneipe und ich bin ein Gast. Aber nicht mehr lange. Verschwinde. Oh. Vielleicht sollte ich doch lieber Christian fragen, ob er was mit mir trinken will. Raus hier. Bleib mal raus! Raus! Hey! Oh. Sorry, das ist Gott. Ich hol dir Eis.